Tierlist, wir ranken, was ranken wir? Signature-Jubel. Genau. Aha, na endlich. Und Christoph wird mich heute durchtragen, denn ich bin uninspirierter als Herthas Offensive. Ja, du warst viel beschäftigt auch heute. Ich habe schlechte Laune. Ja, was machen wir? Schlechte Laune. Was machen wir als Tiers? Nix. Da kam nichts. Ja, nix. Ist richtig. Was machen wir als Tiers? Na, also als Tiers machen wir, angelehnt an meine Harry-Potter-Brille, mir ist nämlich meine Brille kaputt gegangen. Ja, gestern, direkt vor der Aufnahme von unserem Bundesliga-Format, was wir vielleicht veröffentlicht haben. Vielleicht auch nicht, wissen wir gerade noch nicht. Wir arbeiten auf jeden Fall dran. Auf jeden Fall ist die kaputt, sie ist einfach in zwei Teile gefallen und ich habe sie hochprofessionell mit Gaffer-Tape gefixt. Oculus Reparos oder so. Wurde mir 1000 Mal bei Instagram geschrieben. Und angelehnt daran machen wir Berdy Bots Bohnen, Geschmacksrichtung. Als Tiers. Genau. Und ja, das ist ja Geschmackssache tatsächlich dann. Naja, ich weiß nicht, wer Ohrenschmalz ganz nach oben packen würde. Julian doch, oder? Ja, Julian. Julian war doch auf jeden Fall Fan von Ohrenschmalz. Also Ohrenschmalz ganz unten, das finde ich okay, habe ich jetzt kein Interesse dran. Was haben wir als nächstes? Wir haben Seife als nächstes, weil ist nicht geil. In der Mitte Käse, weil Käse ist ja an sich geil, aber so als Bonbon. Ja, und ganz generell gibt es natürlich auch bei Käse sehr viele Unterschiede, ne? Das stimmt, so ein schöner Tilsiter Bonbon. Ja, also generell die ganzen Bergkäse-Geschichten. Da geht ja bei Käse nur zwei Lager eigentlich. Ne? Entweder du magst so richtig mildes Zeug, so junger Gouda oder so ein Scheiß, Butterkäse. Oder du magst irgendwas, wo du wirklich nicht mehr sicher bist, ob das vom Alpenwirt irgendwie. Ich mag aber beides. Oder Bergkäse. Ja. Ich mag beides tatsächlich. Aber was magst du für Käse, Julian? Ohrenschmalz. Ja. Also du magst beides. Ich mag eigentlich auch beides. Okay, ja, Käse ist in der Mitte. Erdbeerkäse. Pfefferminze ist auf Platz 2. Ist gut, als Bonbon, lecker. Und auf Platz 1 Karamellbonbon. Ja, das ist stark. Ich habe mich übrigens in Harry Potter Foren rumgetrieben, um zu gucken, welche Geschmacksrichtungen sind legit. Und, ich weiß es alles. Ja? Ich weiß aber die sind alle schon irgendwo mit dabei. Ja. Die findet man in irgendwelchen Büchern oder auch im Spiel. Die findest du fast alle ausschließlich im ersten Buch. Tatsächlich. Ja, ich habe auch versucht, die meisten. Weil nämlich im ersten Buch ja Harry mit den ganzen Süßigkeiten in Berührung kommt zum ersten Mal. Und da. Dumbledore hatte mal einen mit Erbrochenes und er erwischt dann einen mit Ohrenschmalz. Das sagt er zumindest, Dumbledore, ja. Man weiß ja nie bei Albus. Auch notorischer Lügner. Tatsächlich. Ja? Ja. Hat schon viel geflunkert oder zumindest Sachen nicht erzählt im Verlauf der Geschichte. So wie alle großen Männer der Geschichte. Ja. Immer mal lieber die Schnauze halten bei wichtigen Themen. Torjubel, Signature-Torjubel, also wirklich nicht irgendwie ein besonderer Jubel, den irgendwann mal irgendwer gemacht hat, sondern wirklich Signature-Jubel, die man wirklich direkt mit einem Spieler verbindet. Und da gäbe es noch viel, viel mehr. Wir haben es jetzt mal auf 10 beschränkt. Hättest du Signature-Jubel? Ich habe überlegt, als ich das gemacht habe. Mir wird bestimmt einer einfallen, aber ich müsste erstmal Profifußballer werden und ein Tor schießen. Also der Beste im Sport aller Zeiten war der Choke-Jubel im Basketball von Reggie Miller. Da hat er in den Playoffs einen wichtigen Dreier getroffen und hat dann seinen Gegenspielern gezeigt, dass sie choken würden und hat die Hände so über Kreuz gemacht. Davon habe ich mal ein Shirt gehabt, wo Reggie Miller die Geste macht und Shoot First Mafia steht drauf. Ah, nicht schlecht. War leider irgendwie aus so einem englischen Online-Shop. Und das Shirt zweimal weggewaschen. Ja, ja, auf jeden Fall. Ich mag Chuck the Iceman Liddell ganz gerne. Was hat der gemacht? Mhm. So rückwärts dann durch den Aber das Ring. Ist ja Octagon, ne? Das ist UFC gewesen, oder? Ja, genau. Ja, okay. Genau, aber wir nehmen natürlich Fußballer. Ja, okay, wenn's sein muss. Und ich habe mir gesagt, ich mache dir den vor, weil Nico weiß nicht, wer drankommt. Mhm. Ihr habt es bereits mitbekommen. Ich mache dir den vor und dann sagst du mir, wer es ist, weil das würde beweisen, dass es ein richtiger Signature-Move ist. Okay, ja, hast recht. Den ersten weißt du auf jeden Fall. Ja, Serge. Serge Gnabry. Serge Gnabry. Angelehnt an James Harden. James Harden. Ja, ich dachte immer von Ezekiel Elliott aus der NFL, der ja immer den hier macht. Ja, der ist aber Müsli, oder? Feed Me. Ja, yeah, yeah, yeah. Der ist Cornflakes. Und dann dachte ich, er hat halt eine Variante daraus gemacht. Aber das ist von James Harden, ja. Nee, der würzt und kocht. Serge Gnabry. Also wie rankst du es denn dann ein? Also, wonach? Ich finde den gut. Den Jubel. Ja. Ich würde einfach nur sagen, ob ich die Geste cool finde. Okay. Und jetzt mit NBA-Bezug bei mir eh was Positives. Absolut. Und viele Leute mögen den ja nicht. Ne? Viele Leute finden ja saunervig den Jubel. Für mich ist das ein Pfefferminz-Jubel, weil ich finde, der sieht cool aus, der ist schnell abgeschlossen, der macht dann nicht die Katze, zieht sich irgendwie eine Superman-Maske auf oder so ein Scheiß. Ja. Ich find's lässig. Ich find's einen lässigen Move. Einfach hier den hier, wenn man ein Tor gemacht hat. Er wäre für mich Karamellbonbon, wenn er den aus eigener Feder geschaffen hätte. Ja, fair enough. Man kann natürlich ihm nicht jetzt die höchste Tier geben, weil abgekupft. Eben. Ja. Deswegen für mich auch Pfefferminz. Beide Pfefferminz. Okay. Serge Gnabry verdient. Der nächste ist ein Klassiker. Du darfst da nicht rausschauen. Ja, du hast ja schon gesehen. Das ist jetzt passiert. Aber die Glühbirne. Luca Toni.
Hat da jemand mal die Geschichte? Der schraubt wirklich eine Glühbirne rein, oder? Ich glaube, recherchiert kann man das nicht nennen. Ich habe, während ich die Bilder dafür rausgesucht habe, mal geguckt, sagen die was dazu? Ich glaube, Luca Toni hat nie gesagt, was damit, ob das eine Bedeutung hat oder nicht. Wahrscheinlich auch nicht. Ist einfach hier Logo muss vielleicht. Muss nicht, ne? Wenn du, also... Nee, muss nicht. Funktioniert ja. Und die Geste ist dann wirklich so ikonisch, dass sie absolut jeder kennt. Ja. Also das ist jeder Fußballfan, der irgendwie 2000 schon auf der Welt war, ja, kennt Luca Toni. Der kam ja erst 2005 zu Bayern. Ja, das, ja, ja, du musst ja, also das die ersten drei Jahre nimmst du noch keinen Fußball. Also Luca Toni, das ist für mich Karamellbonbon. Das ist für mich wirklich ein absolut legendärer Straight-Up-Signature-Jubel. Ich nehme ihn in Pfefferminze auch, weil... Ich weiß ja nicht, was noch kommt. Aber das ist richtig. Die Gyros-Bomber-Falle ist jetzt schon am Zuschlagen. Das weiß ich nicht. Ich weiß nämlich, dass in mein oberstes Tier nur ein einziger kommt. Ja, okay. Höchstwahrscheinlich. Vielleicht entscheide ich nochmal anders. Ah, für mich ist es vielleicht ein ehemaliger Sturmpartner von Luca Toni? Nein. Ah, es ist ein ehemaliger Sturmpartner von Luca Toni. Nein. Yes. Oh, da liegst du so weit. Da liegst du ganz verkehrt. Pfefferminze für mich, weil, ja, ist cool. Ja, ich finde den einen der besten Jubel überhaupt. So, den verbindet man sofort mit Luca Toni und auch dieser Bayern-Zeit irgendwie. Aber nach oben fehlt halt noch ein bisschen. Das ist aber eine Geste, die heute noch vorkommt auf Bolzplätzen. Wenn jemand Dubstauber-Tor macht, sieht man den hin und wieder noch. Also, ja, klar. Finde ich da, das ist doch alles schon gesagt da an der Stelle. Das ist auch ganz klare Karamellbonbon. Für mich fehlt so ein bisschen Zuschauerinteraktion und vielleicht auch ein bisschen mehr Ausdruck. Ich frage mich gerade, ob ich überhaupt irgendwas niedrig ranken werde. Ja, das ist ein guter Punkt. Weil eigentlich finde ich die meisten, es gibt einen einzigen Signature, über den ich denken kann, ich sage jetzt nicht welcher, falls er noch kommt, den ich nicht mag. Mhm. Der würde ich dann, straight up Ohrenschmalz geben, weil du musst ja dann irgendwie nach unten kommen. Ja, man muss ein bisschen übertreiben, glaube ich, in beide Richtungen. So ist es. Der nächste. Ja. Mladen Petric. Nee. Hat der auch Pfeil und Bogen? Natürlich hat Mladen Petric immer so. Okay, ich müsste mich dabei. Der hat immer nachgeladen, sogar, also hinten aus dem Köcher geholt. Oh, ja. Mladen Petric ist ja einer meiner absoluten Lieblingsfußballer. Wer war das jetzt? Wer ist es? Edinson Cavani. Ich müsste dabei knien. Stimmt, Cavani macht auf einem Knie, ne? Der macht auf einem Knie und macht den hier. Und das hat einen Hintergrund. Und zwar geht es da um indogene uruguayanische indogene Völker aus Uruguay. Und das ist eine Anspielung daran und hat zumindest noch irgendwie eine Message dabei. In Uruguay wird jeder 429. Mann Fußballprofi. Das habe ich auch gelesen. Das ist so eine absurde Statistik. Das musst du überlegen. Wie viele Freunde hast du jetzt bei Facebook? So dumm, einfach nur ein dummer Vergleich. Aber wie viele hast du bei Facebook? Weil die kennst du ja wirklich alle. Ich war ewig nicht mehr bei Facebook, aber lass es so 400 sein. Das heißt, einer davon wäre Fußballprofi. Ja. Ich habe irgendwie 900. Das heißt, zwei davon sind einfach Fußballprofis irgendwo. Das ist doch absurd. Das ist doch eine absurde Statistik. Das Land ist sehr klein und hat 4 Millionen. Eine unfassbare Fußballqualität. Ja. Fußballlehrqualität. Ich sage dir jetzt Folgendes. Ich habe jetzt zuerst an Petric gedacht und nicht an Cavani. Und das rankt natürlich runter direkt. Absolut. Wo, was meinst du? Mach du mal zuerst. Ich weiß schon, wo ich hingehe. Für mich in die Mitte. Ja. Weil das ist halt nichts. Es ist halt cool irgendwie, so hier Fall und Bogen. Ist eine gute Geste. Aber auch dieses Hinknien, das passt oft gar nicht so in diesen Torjubel. Also weißt du, dieses, kommen wir später noch so, die aus dem Lauf entstehen und so, aber dieses erstmal hinknien und dann ziehen. Keine Dynamik. Das ist mir ein bisschen zu statisch. Mhm. Ja. Ja, hast du aber recht, verstehe ich aber. Weil das ist natürlich, du musst natürlich alles, was du machst, unterbrechen dafür. Genau. Da kannst du weiterlaufen. Da kann dir auch keiner irgendwie auf den Rücken springen was weiß ich. Aber auf jeden Fall. Stell dir vor, der springt auf den Rücken und der will hochspringen und du lädst gerade nach, triffst ihn an einer ganz empfindlichen Stelle. Mladen Petric hat es aber, glaube ich, im Laufen und. Ja, ich weiß nicht, aber man hat sich nicht hingekniet. Auf jeden Fall nachgeladen. Aber das ist auch einiges, Petric es auch gemacht hat, ne? Ja. Petric hat auch irgendwas mit Fall und Bogen. Der hat Fall und Bogen gemacht. Käse für mich. In die Mitte, weil es ist mit einer Message und so, aber halt nicht. Also ist nicht seifig, der Move, aber ist jetzt auch nicht so, wenn du das bekommst und denkst, oh geil, so, was macht das denn hier? Ja, nee, Käse. Weil, also man kann es ja auch so beurteilen. Ist es nicht ein Judo-Wurf? Käse Cavani ist definitiv ein Judo-Wurf. Irgendwas mit Katama, Käse Katama-mäßig oder so. Was ist irgendwas mit Judo, ich sag's euch. Die ganzen Judoka in der Community. Käse Katama. Auf jeden Fall ein gelber Gürtel. Käse Cavani ist ein Judo-Wurf, ich sag's dir. Wenn nicht, machen wir einen draus. Was ist Judo? Ist Judo Open Source? Kann da einfach jeder was beitragen, wenn er will? So, dass quasi, wenn ich jetzt anfange, Judo zu machen und sage, ich habe einen neuen Wurf entwickelt, der heißt Käse Cavani, und dann zeige ich den Leuten, und dann können die entscheiden, ob die den machen wollen, aber er ist dann Teil von Judo. Läuft das so? Da fragst du. Ich hab tatsächlich den. Ich hab mal eine Schnupperstunde Judo gemacht. Ich habe auch als kleines Kind mal. Aber dann bis Judo zur. Gemacht. Du kriegst ja dann den weißen. Weiß-gelb habe ich, glaube ich, gehabt. Weiß-gelb ist. Oder das, vielleicht sogar gelb, weiß ich nicht. Weiß-gelb ist ja das erste. Da musst du einfach nur zeigen, dass du vielleicht stehen kannst und weißt, wie ein Judo-Griff geht oder so. Also ich hatte, glaub, aber da habe ich schon ausgestiegen. Ich habe, glaube ich, mal Bronze im Bodenrandori gewonnen. Ich glaube, das hieß so. Wir machen weiter. Ja.
Wir machen weiter mit. Ah, da hat er schon wieder geschielt. Nein, aber ich habe nichts gesehen. Ich habe tatsächlich einfach nur. Da muss ich leider zugeben, ich habe eine Behinderung. Ja? Ich kann diesen Move nicht nachmachen. Warum nicht? Weil ich mit der einen Hand das nicht machen kann. Ronaldinho. Ich kann mit links, guck mal. Also du kannst nicht schütteln oder was? Ich kann mit links. Ich habe eine sehr schnelle rechte Hand. Aber ich kann es auch nicht so richtig scheinbar. Guck mal, ich kann es mit links besser. Ich kann, das, guck dir das an. Ich Ronaldinho. Der kam bitte erst ein bisschen später in seiner Karriere. Der hier. Anfangs ist er immer einfach nur explodiert und ist hat sich gefreut und ist rumgetanzt und sowas. Der kam dann später und könnte einer der frühesten Signature-Jubel meiner Fußballerinnerung sein. Müsste bei Barca angefangen haben. Das ist tatsächlich einer, wo ich dir nicht 100%, wenn du den jetzt gemacht hättest. Ich weiß, ja, habe ich schon häufiger gesehen, aber ich hätte dir, glaube ich, nicht sagen können, dass es Ronaldinho ist. Ich schon, weil er das so hardcore zu seinem Markenzeichen irgendwann versucht hat zu machen. So dass er halt auch, das war ja seine Begrüßung, statt Leuten die Hand zu schütteln, dann macht er dann so inzwischen. Wirklich. Wirklich, der hat sich da bei dem Frankfurt, als ich da bei dem Adler Allstars war und bei dir getroffen habe, der hat den ganzen Tag so rumgelaufen eigentlich. Mehr oder minder, ja. Pressekonferenz, wirklich. Pressekonferenz vor dem Spiel so reingelaufen mit diesem großen Raum. Ich mag den Move an sich nicht, weil ich verbinde damit immer, das wäre jetzt ein bisschen beleidigend für alle, die Alessandro heißen, blonde Surferlocken haben und drei Monate nach Bali fliegen, weil Bali so cool ist. Und da surfen. Und das ist für mich einfach so eine Geste. Das ist so, hang loose, bla. Ich fand das für drei Monate cool, nachdem ich es erstmal gesehen habe. Und dann bin ich schon derselben Meinung. Vor allem, das ist eigentlich eine Geschichte, die ich dazu erzählen will. Karen Butler, wieder NBA. Ja. Der hat, wenn er einen Dreier getroffen hat, ich hoffe, es ist richtig, dass es Karen Butler war. Der hat, wenn er einen Dreier getroffen hat, immer so gemacht: Long Distance Call. Finde ich sehr, sehr gut. Finde ich sehr, sehr gut. Es gibt natürlich auch einige Jubel. Also, ich kann jetzt schon mal sagen: Gareth Bale mit dem Herz haben wir nicht drin. Weil jeder zweite Fußballer hat schon mal ein Herzenjubel ins Publikum gemacht. Carsten Janka. auch Klassiker. Ehring, immer Ehring. Ich sage, Ronaldinho, Seife. Ist ja nicht scheiße, der Jubel, aber es hat schon so, na komm, hättest du was Besseres ausdenken können. Na, im Anbetracht davon, dass die meisten Jubel nicht beschissen sind, nehme ich tatsächlich Ohrenschmalz, weil langweiliger geht's in meinen Augen kaum, beziehungsweise ich hätte es halt nicht mit Ronaldinho verbunden tatsächlich. Und ich bin bekanntermaßen großer Ronaldinho-Fan gewesen. Aber das ist wild, dass du das nicht verbunden hättest. Es hätte nicht Klick gemacht, glaube ich. Doch, doch, also das war für mich keine Frage. Okay, who's next? Ich guck nicht hin. Brauchst du nicht, ich habe schon geguckt. Okay. Torero. Ja. Mario Gomez. Richtig. Mario Gomez. Spanische Wurzeln, deswegen Stierkampf Torero-Anlehnung. Ich finde es ja, also, ist vielleicht jetzt ein bisschen pingelig, aber es ist halt auch eine Anspielung auf einen Kult, den ich jetzt nicht unbedingt gut heiße. Ja. Den Stierkampfkult sozusagen, aber. Aber sogar ohne das ist die Geste einfach wack. Nein, die Geste ist geil. Nee, dann, da finde ich wirklich besser, denn das haben früher Leute gerne noch gemacht, das sieht man heutzutage nicht mehr, einfach nur verbeugen. Nach dem hier? Ja, einfach nur. Gibt's das habe ich für euch gemacht, wirklich einfach nur so. Gerne auch und Knicks von mir. Ja. Ja. Kleinen Knicks von mir. Knicks im Sitzen. Chapeau. Gibt's bei FIFA Chapeau? Den finde ich gut. Sicherlich. Einfach nur so. Bei FIFA gibt's auf jeden Fall hier Espresso trinken, alles Mögliche gibt's da. Oh, Alex Scott. Mm. Heißt sie so? Bei der. Die hat gegen England, glaube ich, hier. Den Philipp Kostic hat es mal mit Kevin Trapp gemacht nach dem Tor, das weiß ich. Ja. Mario Gomez. Mario Gomez. Ich kann ja mal vorweggreifen, für mich ist es eine Seife. Wahrscheinlich auch, ja. Weil ich mag den Move eigentlich. Ich mochte auch immer Mario Gomez tatsächlich. Ich auch. Ist für mich einer. Zweitbester Stürmer dieses Jahrtausends. Ganz einfach. Nach einem, der wahrscheinlich noch kommt. Ja, würde ich von ausgehen. Den Move finde ich geil. Ich finde es halt einen lässigen Move. Du schießt gerade ein Tor und dann machst du den hier. Ja. Aber mit dem Stierkampf und dann ist es jetzt auch nicht so beeindruckend. Seife, das ist einfach so. Glaubst du, du gehst noch in Ohrenschmalz? Ja, weiß ich nicht. Weiß ja nicht, was noch kommt. Wenn da ein bestimmter Typ noch kommt, dann ja. Ah, das könnte gut hinkommen. Okay. Nicht gucken. Ich muss hier kurz. Ich guck Julian an. Der guckt mich zwar nicht an, keine Ahnung, was der macht. Guckst du schon wieder Digimon? Digimon? Ja, der guckt doch immer Digimon, wenn wir aufnehmen. Hast du Digimon geguckt damals? Nee. Ich konnte doch nicht, ich darf ja nicht. Ich habe ja nur Kicker geguckt. Ach ja, die Geschichte. Ich war ja Waldorfschüler. Ah, Moment, nee, das warst du. Okay, was haben wir? Oh Gott, wer ist das? Usain Bolt? Nee, der macht ja den. Wer Depp? Oh, Pogba. Richtig. Oh, ätzender Jubel, Ohrenschmalz. Ja? Ätzender Jubel. Und dann auch noch den Tanz.
Dicker, nein, also Katastrophe. Weil das ist, weißt du, was das Problem an dem Jubel ist? Aber er hat einen ganz schönen Hype losgetreten. Er hat ihn vielleicht nicht losgetreten, aber er hat ihn sehr groß gemacht. Ja, aber er hat ihn irgendwo aufgegriffen. Das war gerade cool und so en vogue und in der Bewegung. Und jetzt ist es doch keine coole Geste mehr. Wenn du heute jemanden andeppst, sagt er, was ist los mit dir? War das jemals anders, wenn du jemanden andeppst? Ja, keine Ahnung, aber das ist doch... Das ist ja na, wie geht's? Ja, leichtes Tourette-Syndrom irgendwie. Ist ein Kack-Jubel, sorry. Ich hab versucht, dir jetzt eine Gegenposition einzunehmen. Macht er den immer noch? Nein, erinnere dich doch mal an das Schweiz-Spiel, was er da alles gemacht hat. Er hat auch 5 Jubel hintereinander. Ah. Vielleicht war auch ein kurzer Depp dabei. Ja. Keine Ahnung, auf jeden Fall. Weißt du, was cool wäre? Na? Weißt du, wie Stefan Raab hat ja früher immer Dinge gemacht, um die Crowd zu schuschen? Und wenn du das in einem Fußballstadion hinbekommst, alle jubeln und das stellt sich hin. So weit habe ich noch nicht mal gedacht. Irgendwann das hat er ja auch Dinge gemacht. Ja, da wollte ich mich drauf hinaus. Er hat ja anfangs wirklich so gemacht und dann wurde es ja immer weniger, bis irgendwann wirklich noch so ein Zucker war. Ja, und irgendwann nur noch gar nicht sichtbar im Fernsehen. Und jetzt stell dir vor, wenn Pogba diese Bewegung richtig minimiert hätte irgendwann. Es wird immer weniger Depp und ist dann nur noch so ein, irgendwie sowas. So? Nur so ein Zucker. So. Und alle wissen, das war der Depp, damit könnte ich leben. Da hast du aber recht, das wäre natürlich der absolute Paramelbonbon-Jubel, wenn du so machst und das Stadion auf die Fresse. Stell dir vor, Anfield Road, alle rasten aus und Salah macht und alle sind still. Das Allergeilste! Okay, Mo Salah, falls du das siehst, du weißt, was du zu tun hast. Der Einzige, der die Power hat, das zu machen, ist Cristiano, glaube ich. Vielleicht kommen wir ja noch zu dem. Wo rängst du ihn denn ein? Tatsächlich, Ohrenschmalz. Das ist ein Katastrophenjubel. An den habe ich nicht mal gedacht. Trotzdem ist der Ohrenschmalz. Ich gehe mit Ohrenschmalz. Ja. Das ist einfach. Scheiße. Ein ganz krasser TikTok-Vibe, der da auch rüberschwappt. Jetzt kommen wir zu einem, den kann ich nicht vormachen, weil da würde ich mich schwer verletzen. Miro Klose. Es ist ein Salto. Ja! Yeah! Miroslav Klose mit dem Salto. Ich greife mal vorweg, weil du hast ja gedacht, dass ich ihn ganz nach oben ranke. Mhm. Seife für mich, weil. Ja, das ist irgendwie cool. Und zu Beginn seiner Karriere hat er den auch immer gut aussehen lassen. Aber das ging ja schnell dann und vor allem hinten raus, wie er sich da mit Mühe und Not noch gerade auf den Füßen gefangen hat. Und wenn ich da andere Vollathleten dann gesehen habe, die irgendwie mit einem achtfachen Flickflack und einem dreifachen Oberfemi Martins war ja zum Beispiel einer, der hat ja komplett Bodenübungen gemacht. Und das sieht halt mega geil aus. Und dann kommt Miroslav Klose und... All the way up. Dann landet er so halt. All the way up, Karamellbonbon. Für mich ist es der erste Signature-Jubel, den ich mir erinnere. Ja, ich finde, natürlich, ich verbinde auch sehr, sehr viel mit ihm, aber... Wenn ich mich alles täusche, Miroslav Klose seinen ersten, vielleicht sogar seine ersten beiden Länderspieltore gegen die Faroe-Inseln gemacht, 2001, novemberisch, sowas. Und dann hat er es danach gemacht und den hat er schon kaum gestanden. Also ehrlich gesagt, hat er von Anfang an gewackelt. Es war echt tagesformabhängig und auch die Spielminute wahrscheinlich, in der er das Tor gemacht hat. Naja, wir werden es jetzt heute nicht rausfinden. Also zeitlich könnte es ungefähr hinkommen. Vor 2002. Ende 2001 müsste es. Da war ja noch nicht lange in der Nationalmannschaft dabei. Für mich ist es eine Seife, weil es einfach... Der könnte so cool sein, aber er sah nicht so cool aus. Hast du auch gesehen, dass Jürgen uns gerade was gezeigt hat, ne? Aber er hat einfach nur so gemacht. Was soll das heißen? Nein, ich habe es verstanden. Okay. Wir verstehen uns, auch ohne Worte. Wie findet ihr das, dass ihr immer versucht, die ganze Zeit so Gesten zu machen und ich die ganze Zeit Jürgen anspreche und sage, was willst du denn von uns? Das mögen auch die Zuschauer gerne. Bestimmt. Karamellbonbon. Was machst du, Käse? Nee, ich Seife tatsächlich. Disrespect, Alter. Nein, das hat nichts mit Miro Klose zu tun. Dann nennen wir nicht Tierriss, sondern wir nennen das nur Christoph scheißt auf Miro Klose. Nein, das wollte ich eben nicht. Doch, nur der Jubel ist halt nicht so cool, wie er sein könnte. Tut mir leid, Miro. Tut mir leid. Ja, das ist er. Ganz nach unten. Paulo Dybala. Ja. Auf den habe ich gewartet. Das ist ein beschissener Scheiß. Ich wollte eigentlich noch nachgucken, was er. Ich glaube, es ist irgendwie eine Mask. Also Maske irgendwie. Ich glaube ja, dass er schon vor Corona. Ich glaube, er riecht an seiner Hand. Weil er weiß nicht warum, was er vorher angefasst oder gegessen hat. Ich glaube, der riecht an seiner Hand. Da können wir einen, den wir nicht dabei haben. Kylian Mbappé erinnert mich immer an Bertolt Heißerkamp von Stromberg. Und der hat immer. Ja. Und das ist Pauli. Vielleicht ist das die Weiterführung von Mbappés Jubel. Ich finde den Dybala-Jubel absolut ätzend. Ich bin sehr froh, dass wir in den letzten Jahren wenig sehen mussten. Ja, vor 2 Jahren. Ich glaube, er hat auch jetzt der macht auch jetzt was anderes auch noch, aber. Ja, kein Fußball mehr zumindest. Er hat schon die Corona-Maske. Hat er wirklich auch nur 2 Finger gemacht oder hat er immer Hand gemacht? Nein, er macht den Finger. Er macht den hier. Quasi das Griezmann-L als. Weiß ich auch nicht, was das soll. Ein Kack-Jubel. Ja, Ohrenschmalz, komm. Also wirklich, was ist das denn für Jubel? Der kommt. Guck mal, da muss ich ja mal überlegen. Du bist Multimillionär, Shootingstar, Juve Next Hoffnung, als er da angekommen ist. The Man in Turin. Ja? Auf dir soll alles aufgebaut werden. Und das ist die Idee, die du hast, Alter?
Ja, da muss auch deine Entourage einstreiten. Da muss dein Manager, dein bester Kumpel, wer auch immer mit dir unterwegs ist, die müssen sagen, Dicker, überleg dir was Neues. Aber ich glaube, es gibt viele Leute, die den cool finden. Wer? Schreibt mal in die Kommentare, ob die den cool finden. Ach, diese Brille, ey. Ich muss die leider absetzen. Ich kriege schon Kopfschmerzen. Also, ganz da unten, Ohrenschmalz. Ciao, Paul Dybala. Overrated. Jubel und Spieler. Jetzt kommt ein sehr dezenter Move von einem sehr großen Spieler. Kaka. Der hat's auch gemacht. Bestimmt. Das ist ein Brasilianer auf jeden Fall, oder? Nein. Aber der Kontinent ist... Warte kurz. Er macht Messi? Ja. Messi hat nicht so diesen einen... Nicht so diesen einen. Ich verbinde mit Messi-Jubel immer, wie er sein Trikot vor den... Ja, das ist der ikonischste, glaube ich. Das ist der ikonischste, aber den hat er einmal gemacht und so. Aber den macht er halt sehr, sehr oft. Guckt einmal, was eine brutale Himmel. Geste aber natürlich. Na, die wäre ganz oben bei mir. Geste. Ja. Das war ja auch so ein wichtiges Tor im Meisterschaftskampf irgendwann mal. Das ist mir aber zu wenig. Mir auch. Was soll das sein? Das ist ja auch wirklich... Wie gesagt, ich habe... Und es gibt, wenn wir jetzt gucken, Ronaldo hat früher manchmal so gejubelt. Klar, der hat ja auch irgendwann den hier gemacht und so, aber... Nee, also Seife. Nicht Ohrenschmalz, weil es jetzt nicht peinlich ist, nee, so wie die anderen. Das ist halt zu wenig. Das ist langweilig. Ja, Seife. Ich auch. Sorry, Leo, aber das reicht halt nicht. Ich glaube, wir sind schon beim letzten angekommen. Okay, ich guck weg. Nicht gucken. Oh, wir haben alles besetzt, oder? Ja, okay, bin ready. See you! Karamellbonbon. Das ist der geilste, leider, auch wenn man Ronaldo nicht mag, das ist objektiv betrachtet der geilste Jubel, den es gibt seit ein paar Jahren. Der weil hat sich ja so brutal verselbstständigt, das gibt's gar nicht. Eben, und weil es der einzige Jubel ist, der das ganze Stadion mitnimmt, wenn er zu Hause spielt. Aber das hat ja angefangen bei Juve und jetzt hat die United-Fans haben das direkt mitgenommen. Bei Real haben die Fans das noch nicht gemacht, oder? Aber er meinte, dieses Sie war dieses, oder Siu war das, was sie bei Real immer als Ausdruck hatten. Okay, wenn er das gesagt hat, er wird es vielleicht besser wissen. Vielleicht hat das Publikum da noch nicht so mitgemacht. Mhm. Das Publikum hat dann so richtig bei Juve auf jeden Fall mitgemacht. Aber jetzt dieses erste Tor, was er im Old Trafford geschossen hat. Es gibt ein richtig geiles Video auf der Twitter-Seite von United, so ein Handy-Video, aber aus der ersten Reihe, direkt davor. Und ja, das habe ich auch gesehen. Ja. Und das ist schon, und die Pose auch, da stimmt schon einiges leider. Und auch dieses Hinlaufen, du kannst es im Lauf machen und das Publikum, er peitscht es an und dann bam, das dann hier, bricht es aus. Das hier, finde ich halt, ist underrated eine richtige Power-Geste. Weil das heißt halt mein Haus. Ja, ja. Mein Haus. Er könnte auch, manchmal macht er ja auch nur den hier. Das ist schon dann macht Marketing. Er so. Genau, dann springt er hoch und dann... Bam. Du musst ja auch mal sehen, es gibt 1 Million TikTok-Recreations von diesem Video, von diesem Jubel. Das ist halt ein voller Erfolg. Dieser Jubel ist eine Marke, dieser Jubel nimmt das Publikum mit. Den Jubel kannst du immer machen, weil du aus dem Lauf rauskommst und bam. Und es ist ja auch, glaube ich, gar nicht so einfach, er sprintet ja schon manchmal ganz schnell zur Eckfahne, den dann so rückwärts springen, versuch das mal und bleib dann mal rückwärts so stehen, ohne hinten überzukippen. Ich warte noch darauf, dass irgendwann mal richtig eisig ist und der nach hinten ausrutscht und dann patsch. Gibt sehr schöne Videos von Leuten. Zum Beispiel einen habe ich heute gesehen, der das auf Socken auf einem Parkettboden versucht nachzumachen und fupum. Brillante Idee. Ja. Also, das ist der einzige, den ich ganz nach oben packe, weil das ist einfach, das ist ein Copyright-Move. Das ist einfach, das ist eine Marke für sich. Ich finde den Jubel eigentlich nicht mal geil, aber er ist halt so powerful inzwischen. Er ist halt so kräftig, so mächtig geworden und du sagst ja eine eigene Marke. Das ist halt das Nervige daran. Deswegen, man kann ihn schlecht nicht Karamellbonbon packen. Deswegen mache ich es auch, obwohl ich den Jubel nicht geil finde. Ich finde, wenn du... Ja, aber dann musst du ihn tiefer packen. Nein, kann ich ja nicht. Ja. Es gibt ja keinen Jubel in der Geschichte des Fußballs, der mehr Impact hatte als der. Nee. So. Vielleicht doch der hier, weil damals haben jeder Teenager hat auf Partyfotos, das gab's ja damals noch. Weißt du noch? Weil irgendwelche Diskos waren, haben doch alle immer so gemacht. Stimmt, aber kam das durch Ronaldinho? Ja klar, zuerst war so und dann war Ronaldinho und haben alle so gemacht. Ich kenne auch Leute, die immer noch den machen. Ich kenne niemanden, der noch Partyfotos macht. Also so im Sinne von, früher sind Fotografen auf Partys rumgelaufen. Die sind rumgelaufen und haben Partyfoto gemacht und dann war das nachtleben.de oder so. Ja, ja, genau. Und dann gab's das Club-Logo überall noch mit drauf. Ja, ja, so, genau. Und auch immer schlimm, weil das dann immer überbelichtet, weil der Blitz war viel zu hell. Man hat jeden Schweiß, jede Schweißperle so richtig, Naja. Da waren nie gute Fotos dabei. Aber der, echt? Durch Ronaldinho. Der war damals riesig. Ich glaube schon, dass das mit ihm zu tun hat. Das ist safe. Der war ein absoluter Superstar. Damals hatten wir, ich weiß es noch, man, wir hatten einen MP4-Player. Ja? Kids werden nicht wissen, was das ist. Das waren die ersten MP3-Player mit Bildschirm. Vater spricht, Vater erzählt. Die Kinder.
Die Kinners. Und da hatten wir, ohne Witz, da hatten wir die Ronaldinho Nike Commercials drauf und haben die uns im Bio-Unterricht angeguckt. So, der die war einfach Nike, ein Superstar. Aber die Nike Commercials, hast du gerade Nike Commercials gesagt? Ja, genau. Also die Nike Werbespots ja, damals. Ja, mit Ronaldinho, die waren so geil. Alter. Dieser Käfigspot in diesem Schiff. Ja, der war natürlich der allergrößte. The Secret Tournament ist das. Alter. Secret Tournament war auf jeden Fall super. Dann gab es natürlich einer... Mit Cantona als Stadionsprecher, glaube ich. Ja, genau. Oh. May the losers go home. Und dann springen die von dem Frachter runter. Brasilien im Airport war von zwei Jahre vorher auch eine Riesenwerbung. Ja, da gab es gute Sachen. Da gibt es gute Sachen, aber... Also packst du den auch ganz oben. Hilft ja nichts. Hilft ja nichts. Aber ich finde, es ist noch Raum da. Es ist noch Raum für bessere Jubel da in der Fußballwelt. Ja, ich finde, du kannst auch mehr das Publikum mitnehmen. Ich meine, wir haben ja jetzt gerade das Konzept geliefert für den besten Jubel in der Fußballgeschichte. Ja. Wenn du das umgesetzt bekommst. Ja, das hast du recht. Das hier ist wirklich das Allerkrasseste, was du machen kannst. Einfach mal Silence. Ja. Also so früh auf dem Bolzplatz, welchen Jubel hast du da gemacht? Gab es da einen? Und dann laufen. Ja? Ja, safe. Naruto ran. Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, wenn es hart auf hart kommt, bin ich tatsächlich so Thomas Müller, der einfach so einfach die Faust oder so. Aber also, Luca Toni war bei mir sehr präsent. Ja. Luca weißt du, wie du richtig viel Impact haben kannst beim Jubeln, wenn du jetzt in einem fremden Stadion bist zum Beispiel? Hm? Eckfahne nehmen, die Eckfahne nehmen und dann damit wedeln. Und sagen, weißt du, du nimmst die Flagge vom anderen Verein und sagst, ich würde ausrasten. Oliver Kahn. Ja, oder Markus Thuram nach dem Spiel gegen die Eintracht letzte Saison hat er auch sich die Eckfahne geschnappt. Ach, das und hat das Trikot draufgehängt. Oh, das kommt immer besonders gut an. Das ist wirklich reiner Piss-off-Move. Ne? Und wenn danach die Spieler sagen, dass sie das nicht wussten, dann muss ich ja sagen, dann bist du tatsächlich sehr, sehr dumm. Aber das sind ja halt immer, also es gibt ja sehr viele ikonische Jubel. Ja, aber weißt du, wenn du jetzt konstant das machst. Ja, genau, dann wird es irgendwann ein Signature-Move. Ja, ja. Und die ganze Welt hasst dich. Es gibt schon noch einige, die man hier mit reinnehmen. Vielleicht gibt es ja irgendwann noch einen Teil 2. Mhm. Also zum Beispiel so ein Wayne Rooney. Ich würde auch gerne geil in die Kommentare schreiben, was wir verpasst haben, ne? Wir vergessen haben. Ich habe ja jetzt inzwischen ein paar ausgeschlossen. Inzwischen hat ja fast jeder einen Signature-Move. Ja, aber zum Beispiel Robert Lewandowski zum Beispiel habe ich rausgelassen. Er macht den ganz neuen jetzt. Weil er hatte den. Stimmt. Und das hätte ich mit ihm verbunden. Aber in letzter Zeit macht er den. Das hat irgendwas mit seiner Tochter zu tun. Ist ein Insider. Den. Und dann hat er ja manchmal den hier noch. Was heißt das hier? Muss zum Zahnarzt. Passt bei mir sauschlecht. Ich habe so riesige Knöchel. Guck mal, ich hab eigentlich Punchers Knöchel. Ich müsste eigentlich noch Preisboxer werden. Kirmeskämpfer. Ah, hier. Kirmesboxer. Ja. Und dann den hier. Das ist, was auch immer, das ist ein Kackjubel. Ich mag sowas, generell so Finger im Gesicht witzig und sowas. Das war okay. Das mache ich jetzt. Wird's bei dem Jubeln, müsste die Beinarbeit mit dem von Griezmann mit dem L kombinieren, wo er so hin und her tanzt, dass du richtig einen Kasper machst. Damit könnte ich auch wieder leben. Ah ja. Aber nichts halbes. Es gibt viele Mbappé, den habe ich rausgelassen. Der ist kacke. Der ist langweilig. Der ist kacke. Wirklich. Der ist Stromberg. Das ist Ernie. Ernie Mbappé. Dann lieber was machen, wo man weniger sich selbst feiert und mehr Publikum, genau, Interaktion. Publikum, Stadion, sowas. Weißt du, zeigen, das ist mein Zuhause hier. Keiner macht hier was, um was ich will und so. Das ist halt eher mein Okay, reicht für heute. Ja, Schluss. So.